So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Heute spiele ich mal wieder ein bisschen Ghostbusters World. Aber nicht das klassische Spiel. Ich werde einfach nur ein Kampfspiel machen. Und zwar, dass ich in mein Hochhaus richtig hochkomme. Und das möchte ich euch zeigen, weil man kann es ja auf Automatik stellen. Dann ist es ziemlich einfach. Aber es müsste auch eine 12-Stunden-Kugel fertig sein, die ich natürlich jetzt auflöse. Und da kann ja auch ein Geist zwischen 1 und 5 Sterne drinne sein. Und was ich jetzt vom Glück habe, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Ich hoffe natürlich ein ziemlich starkes. Erstmal meine Haustür mitnehmen. Aber jetzt werden wir natürlich mal die 12-Stunden-Kugel auflösen und dann in den Kampf gehen. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt was richtig Gutes drinne ist. Und nein, den habe ich doch schon so oft. Also der war jetzt nicht gut. Packen wir jetzt erstmal eine 3-Stunden-Kugel rein. Und dann, ihr seht, ich habe noch eine 12-Stunden-Kugel, aber nichtsdestotrotz gehe ich jetzt natürlich das Hochhaus besiegen. Oh, das war jetzt der falsche. Ich wollte das Hochhaus besiegen und nicht meine Geister aufleveln. Das ist natürlich hier drin. Da ist es. Und jetzt werden wir ein bisschen kämpfen gehen. Ihr seht es. Und los geht es. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt wieder ein paar Etagen hochkomme, weil ich möchte den Marshmallow. Geschwindigkeit auf 2 gestellt. Automatik an. Und jetzt geht alles von alleine und man kann sich zurücklehnen und zugucken, wie die fremden Geister besiegt werden. Und ihr seht es selber, ich habe noch keine erfahrenen Geister oder hohe 3 Sterne. Ist das höchste, was ich besitze. Und dann Level 25. Aber es wird alles. Im Moment seht ihr es selber. Es klappt wunderbar. Die gegnerischen Geister, die... Oh, das war schon alles. Das ist natürlich richtig cool. Ah, und ihr seht es selber. Ich kann mich gleich aufstufen auf Level 17. Also passiert ja von allein, aber jetzt werde ich erstmal weiterhin das Hochhaus beklimmen. So kann man natürlich seine Geister auch aufleveln. Ihr habt es gesehen. Die ersten Etagen, die sind ganz easy, ganz einfache Geister. Fast ein Schuss, ein Schlag, ganz egal, wie ihr es sehen wollt. Und der fremde Geist, zack, ist besiegt. Ach, der Toaster nicht so einfach. Aber sonst, klack, Sieg. Meine Geister werden wieder ein bisschen stärker. Nächste, dann werde ich wahrscheinlich auf Level 17 sein. Meine Geister 1, 2 auf Level 26. Das schauen wir uns noch an. Und dann werde ich das Video wie immer unterbrechen, weil nur die Kampfszenen. Oh, wäre ja langweilig. Stockwerk Nummer 6 bin ich jetzt. Wie gesagt, ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie hoch ihr schon seid, ob ihr schon mehrmals das Hochhaus beklimmt habt, wie stark ihr seid, welche Level, welche Geister ihr habt. Wie gesagt, ihr seht es, ich habe nur 3-Sterne-Geister. Aber das wird sich die nächsten Tage alles ändern. Hoffe ich. Ja, die Katzen, die sind hartnäckig. Aber da ging sie. Da war nichts mit dem siebten Leben. Jawohl, ich Stufe 17. Ach, mein Wassergeist ist aufgestiegen. Natürlich perfekt. 1500, 100, nicht sehr hoch. Also,
Ihr habt's gesehen. Ach, das war jetzt. Ich bin, müsste jetzt in Stockwerk 7 sein. Wie ihr seht, die nächsten Kämpfe und es sind noch einige Stockwerke, einige Preise bekomme ich ja noch. Aber nichtsdestotrotz war das nur ein kleines Infovideo, welche Gegner ihr in welchem Stockwerk erwarten könnt. Ich hoffe, ich konnte es euch zeigen. Belohnung einfahren. Das war es mal wieder mit Ghostbusters World. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.